Und was müssen wir jetzt überhaupt noch machen? Hier, ich guck mal kurz auf die Karte. Wir sind im Kellergeschoss. Okay. Was müssen wir dann machen? Wir müssen noch suchen Sie seinen geliebten silbernen Schürhaken. Und dann sollen wir noch abhauen. Ja, wo könnte der Schürhaken sein? Wo könnte der sein? Bei den Barracks vielleicht. Oh nein. Komm schon. Diesmal kriegst du aber einer ordentlich auf den Sack. Und jetzt kannst du kreischen, wie du willst. Hier ist keiner, der dich hört. Komm zu Daddy. Ihr seid mindestens zu zweit, wa? Oder zu dritt. Komm! Oh. Hallo, du musst doch langsam... Oh. Du kannst doch da nicht irgendwie... Und... Die können wohl nicht mehr rülpsen, oder was? Doch, der kann rülpsen. Und zwar irgendwie zu Genüge. Ich befürchte, wenn wir jetzt hier runterfallen, dann kommen wir auch nicht mehr hoch. Aber bei denen ist bestimmt noch irgendwas. Okay, dann werde ich jetzt irgendwie das Schwert zücken und... dann... Welcher Wahnsinnige hält sich solche Beste als Haustiere? Ja, okay. Der ist dann einmal niedergeknüppelt und komm her hier. Und du auch. Oh, komm. Nein, ich muss weg. Weg, weg, weg. Wo bist du? Und... Komm, du kannst mich doch hier nicht... Was ist denn jetzt... Ja, da brüllt er. Das war super. Und hier runter... Gibt's hier noch? Hier gibt's nichts mehr. Mensch, wo finden wir denn jetzt den ollen Schürhaken? Gibt's hier noch irgendwie einen? Einen gibt's bestimmt noch, oder? Hier gibt's doch bestimmt noch. Nee. Hier ist anscheinend nur die Scheißhausecke von dem einen und hier ist dann gleich die Scheißhausecke von dem anderen, oder was? Und deswegen bin ich hier runter. Ach, ich glaub's nicht. Hier gibt's nichts und. Was ist das? Ja, ein Pfeil. Na gut. Und noch ein Pfeil. Den nehmen wir mal mit. Sehr praktisch, sind wir wegen zwei Pfeilen, die wir sowieso hier gelassen haben. Ja, okay, hier kommen wir wieder hoch. Was ein Glück. Ich dachte schon, wir müssen hier irgendwie... ja, da ausschwimmen, aber dem ist wohl nicht so. Und hier ist auch kein Geheimgang. Nee, hier ist nix. Hm. Schürhaken, Schürhaken. Also ich glaube, ein Schürhaken ist ja eigentlich sowas, womit man irgendwie... den Kamin und so irgendwie nicht umrührt, aber so die Kohlen so ein bisschen schichtet und so einen Haufen draus macht. Und ich vermute mal, wir müssen bei den Kaminen suchen. Da gehe ich zu den Wachen jetzt nicht hoch und in die Küche, da waren wir schon. Wir gehen wieder den langen Weg hier lang. Waren wir hier? Hier waren wir schon. Nee. Waren wir hier? Nee, doch. Da habe ich mich am Anfang irgendwie versteckt, wie so ein... Vollied. Und ich höre schon wieder jemand pfeifen. Hm. Ab in den Schatten. Wo bist du? Da ist nichts. Da auch nicht. Doch. Da laufen zwei Leute. Drei. Vier. Ihr wollt mir doch nicht sagen, dass ihr hier zu viert Wache schiebt, Leute. Das macht ihr hier einen Abendspaziergang oder was? So tief steht der Mond noch nicht. Ja, wir müssen jetzt anscheinend dann doch irgendwie erstmal... Da können wir nicht weiter lang, obwohl ich da gerne lang wollte. Hm. Und hier gibt's ja nichts mehr, oder? Und Wasserpfeile, wir können ja mal gucken, was war wasserpfeilmäßig hier so... Wir können ja einen Kamin nach dem anderen auspuffen und gucken, ob hier irgendwo der Schürhaken ist. Hier ist ja nichts. Weil die hängen sonst immer an der Seite von so einem Kamin, oder? Aber hier ist sonst nichts. Also, nennt man das nicht sogar Kaminbesteck oder so? Oh, und hier war das, glaube ich, mit den... Zwei... Nein. Das war nicht mit den zwei Heinzen. Hier war unsere Fluchtmöglichkeit irgendwie und... Ich höre schon wieder ein. War das jetzt mit dem anderen Kamin im oberen Untergeschoss? Müssen wir jetzt echt hier alle nochmal absuchen? Ah. Ich renne hier, ich sehe doch schon wieder, ich renne doch bestimmt gleich hin. Hier waren wir gerade, genau. Hier waren wir gerade. Und in der Hoffnung, dass jetzt hier keine Wache kommt oder so und irgendwie uns noch auf
Sack geht, laufen wir einfach mal hier lang. Laufen wir mal ganz gemütlich hier und sind jetzt auf der anderen Seite. Und hier ist der Haupteingang, ne? Vielleicht sollten wir auch darüber nach... War da was? Das waren doch die Auftragsmörder, oder? Das war doch der eine Heinz, der uns irgendwie niedergeknüppelt hat, oder? Sollten wir da vielleicht irgendwie einmal... Dreht er sich um? Dreht er sich nicht um? Er bleibt jetzt anscheinend immer da. Okay, dann... Und... Uff, komm. Du wolltest uns hier kaputt machen, ne? Ja, das ist einer von den Auftragsmördern, aber sein Kumpel muss ja auch noch irgendwo sein. Die legen wir einfach alle hier einfach mal draußen hin. Ja, sein Kumpel muss ja auch noch sein, der Kumpel mit dem Bogen, ne? Die haben ja schon irgendwie so ein Massengrab. Also eine Massenschlafstätte, die sind ja alle angeblich nur bewusstlos. Okay. Hier drüben waren wir eigentlich noch gar nicht, ne? Und da oben auch noch nicht. Wie kommen wir denn da oben hin? Vielleicht gibt es da ja noch irgendwie was zu holen. Aber hier waren dann auch, wenn es mich nicht... Oh Gott, da ist einer. Da habe ich gerade noch sein Schwert blitzen sehen. Das wäre jetzt toll geworden. Hätten wir da jetzt irgendwie... Ich gehe mal... Läufst du nochmal los, Kollege? Oder... Oh, ich habe schon Hallus hier. Ich habe schon echt gedacht, da kommt was... Aber der Kollege scheint da wohl festgewachsen zu sein. Und dem will ich jetzt auch nicht unbedingt guten Tag sagen. Ich würde sagen, wir verpissen uns dann mal wieder nach drin. Und zwar hier lang. Hier gab es noch jede Menge Kamine und hier waren auch nicht so viele Wachen. Hallo? 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 Nein, hier war kein Kamin. Hier war kein Kamin. Dort, glaube ich. Sehe ich dann. Oh, ich dachte schon, da wäre ein Fuß von irgendeiner Wache. Dabei war das, ist das ein Tischbein. Also, ich glaube, ich hab's jetzt langsam nicht mehr alle. Ich muss hier wirklich diesen ollen Schürhaken finden und dann, ne. Da unten wohnt nur Ramirez und macht Nickerchen. Hier kommen wir her, ne? Dann müssen wir hier lang. Und da höre ich Schritte. Auf Teppichboden. Nein, auf Gras. Und da sind unsere fünf Kollegen, die hier irgendwie... Ja, Ringelpieps mit Anfass machen und im Kreis latschen, oder was? Da sollten wir hier uns verpieseln. Ach, das ist auch eine Farce. Ja, super. Jetzt sind wir wieder in dem Raum, wo wir irgendwie am Anfang waren. Und schon irgendwie den Kamin ausgemacht haben. Aber da oben gab's da oben einen Kamin? Nein, ich glaube nicht. Da oben gab's keinen Kamin. Ach, ich werde hier bekloppt. Jetzt sind wir wieder hier. Genau, hier sind wir runtergehüpft, ne? Sind wir nicht von hier? Ne, wir sind hier... Ja. Eine Tür. Ohne Kamin. Ein Kamin! Schürhaken, komm, zeig dich. Ein Schürhaken. Aus Silber. Die Truhen haben wir alle aufgemacht. Hier drinnen gibt's... Aber das Kaminbesteck liegt doch nicht drin. Das ist doch immer außerhalb des Kamins. Das muss irgendwo an einem Kamin hängen, vermute ich mal. Okay, hier ist irgendwie schon Duster. Das waren... Waren wir das? Ich weiß es nicht. Aber hier oben liegt auch nichts. An der Seite hängt auch nichts dran. Und ich verzweifle so langsam hier. Das ist doch nicht mehr schön. Ah ja, und hier war die Pennbuchte vom Chef, ne? Wo hier irgendwie sein Matrose drin liegt und pennt. Ja, sehr toll. Vielleicht können wir hier drin irgendwie... Ja, wir haben jetzt einen Feuerpfeil, damit können wir doch ein bisschen Licht machen, oder? Wenn wir jetzt hier... Ich dachte, dadurch wird die Umgebung ein bisschen heller, aber anscheinend ist das nicht der Fall. Und hier gibt es sonst auch nichts zu holen. Super. Eine Papierrolle. Ah, ja, von Ramirez. Okay. Dann, hier hängt nichts. Der Kamin sieht auf jeden Fall ordentlich protzig aus.
da oben ist auch nichts und hier hängt auch nichts dran. Vielleicht sollten wir da mal irgendwie. Der sieht auf jeden Fall ein bisschen größer aus, vielleicht. Aber wer packt denn da das Kaminbesteck in den Kamin? Ich meine, da muss man schon reichlich bescheuert sein. Da leuchtet auf jeden Fall irgendwie eine Textur. Ist bestimmt ein Bug, vermute ich mal. Ah, ja. Was haben wir da? 1500 Gold wert und 2300 Mensch, da haben wir zugelegt, ne? Kann man da. Da kann man nicht hoch. Aber hier war ja irgendwie ein Schalter. Und hier leuchtet auf jeden Fall eine Textur. Da geht auch bestimmt gleich die Tür auf, ne? Ah, ja. Und jetzt kommen wir nicht durch die Tür. Doch. Und hier können wir. Da kann man sich ja auch irgendwie ordentlichen Spaß machen und wie alle Wachen auf sich ziehen und dann sich hierher verpissen und einschließen, ne? Da findet uns doch sonst niemand. Ein Fenster, wo man nicht durchgucken kann, auch gut. Aber zur Belüftung irgendwie dann doch recht sinnvoll. Was ist das denn? Nichts. Sieht auf jeden Fall komisch aus. Und da. Wo sind. Ah ja. Aha. Da hätte man also vorher schon durchgucken können, habe ich gar nicht gerafft. Jetzt. War das schon der Schürhaken oder was? Ich hoffe es doch. Ich guck mal nach. Okay, wir haben das Haus verlassen und suchen Sie seinen geliebten silbernen Schürhaken. Er ist einiges wert, ja. Da sind wir gerade bei. Aber das muss es doch sein. Wir sind in einem. Da drin wird doch kaum irgendwie. Wir sind doch jetzt in einem geheimen Raum. In einem Kamin. Da muss doch ein Schürhaken sein. Ach nee. Nee, oder? Du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass das. Und ich hänge fest. Nein, ich hänge fest. Okay, jetzt geht's. Du willst mir doch nicht sagen, dass. Und hier waren wir schon draußen, oder? Waren wir hier schon. Hätten wir das ja jetzt schon geschafft. Das ist ja unglaublich. Gut, dann nehmen wir den einfach an uns. Vielen Dank. Und beinahe hätte ich ihn echt noch übersehen hier. Das. Okay. Dann haben wir die Aufgabe doch verfrüht erledigen können und das ist ja wunderbar, würde ich sagen. Haben also irgendwie den Schürhaken dann doch gefunden, der hing dann irgendwo an der Wand. Und Ramirez um einiges erleichtert und der sollte jetzt irgendwie daraus gelernt haben. Was haben wir denn hier? Oh, das sieht doch sehr gut aus. 2605 von 2705, da ist uns wohl irgendwo ein Kelch abhanden gekommen. Ich vermute mal in der Küche oder bei den Wachen. 1 Stunde 3 Minuten. Mensch, das ging ja wirklich ganz schön flott. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, ein paar Schlagen, irgendwie Wunden. Ja, ich glaube, wir sind runtergefallen. Und warum sind 2 tot? Achso, das sind die Barracks. Ja, dann würde ich sagen, auf zur nächsten Aufgabe, ne?